Wir sind hier auf der Deponie Pohlschen Heide im Landkreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen und hier entsteht die Smart Recycling Factory. Das ist ein Leuchtturmprojekt für die Kreislaufwirtschaft der Zukunft. Und wir haben mit 9 Teams in den letzten 3 Monaten Prototypen für diese Smart Recycling Factory entwickelt, die jetzt hier und heute präsentiert werden an den Holz- und Ressourcentagen, zu denen mehrere tausend Besucher erwartet werden. Da sind wir in die Säulenhalle und die lädt, wie man sieht, zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein, die Smart Recycling Factory kennenzulernen mit den Themen der Kreislaufwirtschaft, der Ressourcenorientierung, der Nachhaltigkeit und auch zahlreiche Gäste aus den Bereichen der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft, der Gesellschaft sind hier schon gewesen, um sich das Ganze anzusehen und diese interaktive Ausstellung zu erleben. Wir müssen unsere Produkte immer wieder dem Kreislauf zuführen oder als Rezyklat insgesamt wieder in die Wirtschaft einbringen. Und ich glaube, dass das Projekt erfolgreich sein kann, wenn man Kreislaufwirtschaft mit uns zusammengestaltet, das heißt im Produktdesign anzufangen und die Produkte anschließend länger in der weiteren Verwendung hält. Wir sind ja ganz bewusst im Wald, weil der Wald uns vormacht, wie Kreislaufwirtschaft funktioniert. An unterschiedlichen Stellen haben wir hier Inseln aufgebaut, gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft und haben da aufgebaut und dargestellt, wie Recycling entlang von Rohstoffen funktioniert. Nach 6 Monaten intensiver Vorbereitung durften wir in der vergangenen Woche innerhalb von 5 Tagen gemeinsam mit einer Vielzahl an Akteuren diesen Wald gestalten. Es wäre nicht möglich gewesen, diese Aufgabe zu stemmen, hätten wir nicht so viele helfende Hände seitens der KAVG und der Abfallverbände mit Lübbecke bekommen. Ja, wir sind die Gruppe Bauen. Der Prototyp kam hier sehr gut an. Die Leute haben durchweg eigentlich positives Feedback gegeben, haben gesagt, haben viele Fragen gestellt. Einmal, es kam immer dieser Wow-Effekt. Dass das so viel Material ist, hätten wir nicht gerechnet. Sehr, dass wir hier 2 sehr interessante Tage anbieten konnten für die Bürger des Kreises Minden-Lübbecke und das interessierte Fachpublikum, zu verstehen, wie funktioniert Abfallwirtschaft heute, wie soll sie morgen funktionieren, und mit unserer Smart Recycling Factory den Weg aufgezeigt haben in unserer wunderbar arrangierten Säulenhalle, wie wir den Weg dahin beschreiten wollen. Ich glaube, es war viel da zum Anfassen und ich denke, viele Leute haben hier eine interessante Zeit gehabt am Standort.